Act spielt wirklich in meinem Lebenslauf, wie ich mich selber entfaltet habe, eine extrem große Rolle. Also denen danke ich alles. Acts, Prinzipien, wie den Leuten was beigebracht wird. Das ist wie so eine Art Ausbildung. Man kann halt so sein, wie man ist. Man ist komplett selbstständig, frei. Ich bin der Sinan Özmen. Ich bin 31 Jahre alt und ich bin freiberuflicher Fotograf und Filmer. Für Act e.V. mache ich auch die Dokumentationsfilme und wie zum Beispiel Act, wer bin ich? 12 Years a Slave sogar, und da habe ich halt das komplett alles selber gedreht mit Maikes Leitung, also als Regisseurin, alles geschnitten. Seit 7 Jahren mache ich das schon und kann es kaum abwarten, noch immer höher und weiter zu kommen. Wirklich von so auf das entwickelt. Und klar, man kann nie auslernen. Von einem Nichtskönner zu einem. Ich habe vor 7 Jahren meine erste Kamera in der Hand gehabt, wo ich wirklich so interessiert war zu drehen. Als ich reingekommen bin in Act, ich war wirklich so, ich war, nicht jetzt falsch verstehen, ich war so voll der Systemmensch. So, Schule war alles, ich musste lernen, ich musste das machen. Ich glaubte daran, halt Ausbildung zu machen, Studium, und dann hat man einen Platz. Selbstverantwortung, das war das größte Aushängeschild, so wie man selber, wenn man eine Gruppe führt, das alles verantwortet. Das wird dir halt nicht in der Schule beigebracht. Und ich fand es wirklich krass und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich da reingekommen bin. Dieses System, was halt Act quasi den Leuten beibringt, dass ich das halt über die Jahre nach und nach natürlich dann verstanden habe und es selber dann anwenden kann. Also wirklich, mein Geist hat sich dadurch dann unnormal geöffnet. Und ich bin richtig krass stolz und richtig froh darüber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Der heißt Rassismus in der Filmlandschaft. Das wäre der Projektname. Den ganz genauen Titel, den werden wir noch festlegen. Wir haben Schauspieler eingeladen, richtige Schauspieler. Hasan Akkush, Mohamed Issa, Burak Yiğit, Tuğ. Wen hatten wir noch? Sabrina Amali. Hüseyin El Iraki hatten wir auch. Kernthema war: Was haben Sie am Set erlebt? Rassismus in der, ja, hinter den Kulissen, vor den Kulissen, vor der Kamera. Kam immer derselbe Satz: Das und das ist ihm passiert. Ich will jetzt nicht spoilern. Und das war so ein Interviewprojekt. Es entstand zu der Zeit, wo durch den Tod von George Floyd Black Lives Matter entstanden ist. Und haben wir die gefragt und die konnten sich, ja, die konnten ihre Seele rausreden, die konnten alles erzählen. Und das war halt sehr persönlich und das war schon krass und war schon auch schockierend. Und ich hoffe natürlich, dass ihr es auch so dementsprechend interessant finden werdet. Wie bin ich zu Act gekommen? Ich hatte damals einen Freund namens Andreas und er kannte Maike ungefähr schon seit, ich glaube, 2002. Weil irgendwann meinte er zu mir: Ey, meine alte Lehrerin leitet eine freiwillige Jugendtheatergruppe, wollen wir mal hin und einfach uns dazu gesellen? Ich meinte: Ja, klar, können wir machen. Und dann habe ich 2014 oder 15 habe ich angefangen, da zu spielen. Und nach haben sich halt Freundschaften ergeben und dann irgendwann bin ich auch bei Act Mitglied geworden. Ja, es ist halt wie eine geile Arbeit, so wie man sich das halt vorstellen kann, mit übertrieben coolen, lieben Menschen, und ich liebe das ganze Team und ich bin übertrieben froh, dass ich auch da reingekommen bin durch Andreas damals. Ja, das ist für mich Act.